Ja, Gabi, du hast gerade eine Session geleitet im Rahmen des Barcamps und dort ging es um die Veränderung von den Aufgaben von Führungskräften im Empowerment-Prozess. Genau. Kannst du dazu ein paar Worte sagen? Worum ging es dir bei dieser Themenstellung? Also bislang ist es ja klassischerweise so in den Unternehmen, dass die hierarchisch organisiert sind, in pyramidalen Strukturen, dass sehr viel Verantwortung auf den Führungskräften liegt. Und Empowerment-Prozesse gehen ja einher damit, die Mitarbeiter zu befähigen zum einen und zum anderen ihnen auch gleichzeitig mehr Eigenverantwortung zu übermitteln. Die Frage ist, was macht das tatsächlich mit dem Führungsverständnis, mit der Rolle als Führungskraft? Welche Änderungen sind da erforderlich? Gut, zwei entscheidende Themen, die immer wieder aufkommen, betreffen Macht und Kontrolle. Wurde auch hierzu diskutiert. Auf jeden Fall, das sind zwei Themen, die ja ganz eng mit solchen Prozessen einhergehen. Führungskräfte klassischerweise sind natürlich mit Machtbefugnissen ausgestattet und sind auch daran gewöhnt. Empowerment-Prozesse gehen durch den Abbau von Hierarchien, durch die Übertragung von Eigenverantwortung an den Mitarbeiter einher, auch mit der Abgabe von Macht, was für die eine oder andere klassisch geprägte Führungskraft sicherlich nicht einfacher ist. Danke. Welche Chancen und Risiken wurden denn hervorgehoben? Also auf jeden Fall wurde intensiv darüber diskutiert, wie solche Veränderungsprozesse eingeleitet werden können, weil es ja um sehr tiefgreifende Veränderungsprozesse geht. Das wurde eine ganze Zeit lang diskutiert. Jetzt muss ich noch mal kurz auf den zweiten Teil der Frage kommen. Sag noch mal. Chancen und Risiken? Ja, die Risiken bestehen natürlich in Abwehrreaktionen der Einzelnen. Oder wenn ein solcher Empowerment-Prozess, sage ich mal, nicht auch klar begleitet wird. Also, sage ich mal, nur Empowerment einzuleiten und dann die Einzelnen damit alleine zu lassen, dann kommt es natürlich auch sehr schnell zu Überforderungen. Und man muss natürlich auch verstehen, dass damit ein kultureller Wandel ein Stück weit einhergehen muss. Mitarbeiter, die immer gewohnt waren, Anweisungen zu empfangen, müssen sich natürlich auch erstmal umstellen und müssen irgendwo auch aufgefangen werden in ihrer neuen Rolle. Das sind auf jeden Fall Herausforderungen für Mitarbeiter und Führungskräfte, insofern eine große Aufgabe für alle. Danke. Okay, danke.